Willkommen zu Let's Board Game. Mein Name ist Daniel und heute habe ich das Spiel Conan von Monolith für euch. In diesem Video werde ich die Partie, die ich bereits im Regelvideo begonnen habe, vollständig zu Ende spielen. Für alle, die das Regelvideo bereits gesehen haben, kann ich euch hier unten diesen Link anbieten. Mit diesem kommt ihr direkt zur Runde 3 und seht direkt die neuen Züge. Für alle anderen, die das Regelvideo nicht gesehen haben, kommt jetzt der Part, was bisher geschah. So, ich habe wieder alles resettet und wir beginnen nun mit der ersten Runde und die Helden beginnen die erste Phase. Shevatas startet auf diesem Feld, Hedratos startet hier unten im Süden. Dieser hat auch bereits den Mithras Halo, das ist eine Schutz-Aura, die ihm zwei Energie, also Rüstung gibt, aktiviert, die er aber auch verliert, wenn er einen aggressiven oder einen aktiven, also aktive Haltung einnimmt. Conan fängt hier oben im Norden an und da wir möglichst schnell herausfinden müssen, wo sich diese Prinzessin befindet, wird Conan auch jetzt einfach hier mal den Anfang machen und ein bisschen nach vorne preschen. Das heißt, er nutzt erstmal zwei seiner Bewegungspunkte, um hier ins Dorf zu laufen. Danach setzt er zwei weitere Energiepunkte ein auf Bewegung und nutzt seine Fertigkeit Wallwrecker. Dadurch kann er sich durch die Wand eines Hauses bewegen. In dem Falle kommt einer dieser Tokens auf die betroffene Wand. Und ab diesem Moment ist diese Wand passierbar. Conan ist nun hier zusammen mit den Hyänen in einem Feld und entscheidet sich, diese auszuschalten. Aber als erstes wird geschaut, ob hier vielleicht in dieser Hütte die Prinzessin befindet. Aber in diesem Falle leider nein. Aber die Hyänen werden trotzdem dran glauben müssen. Also setzen wir als erstes, gucken, eine Hyäne hat eine Rüstung von 0. Dann setzen wir doch erstmal einen Energiewürfel ein für einen Nahkampfangriff und bekommen somit 2 rote Würfel. Da haben wir 2 Erfolge. Da die Wahrscheinlichkeit ist, hier etwas Schlechteres zu würfeln, recht gering ist, setzt er seinen Neuwurf von seiner Axt ein und hat erneut eine 1. Das muss erstmal reichen. Das heißt, aktuell hat er, wobei wahrscheinlich wird der Overlord jetzt da seine Energie fließen lassen, um das zu verhindern. Aber das muss er auch erstmal tun, weil er muss 2 blocken. Sonst verliert er 2 Hyänen, weil jede Einheit einen Lebenspunkt hat, es sei denn, es ist anderweitig im Szenario beschrieben. Und die gigantische Schlange hat in dem Falle 8 und der Häuptling hat 5 Lebenspunkte. So, also 2 Schaden gilt es zu blocken. Und damit entscheidet sich der Overlord, eine Energie einzusetzen, um dies zu verteidigen. Blockt einen Schaden. Ein Schaden kommt durch. Eine Hyäne wird ausgeschaltet. Da Conan mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, setzt er noch eine weitere Energie ein, um erneut zuzuschlagen. Benutzt auch wieder seine Axt. So, da haben wir 3 Energie. 3 Energie für die Hyänen. Er setzt einen weiteren Würfel ein, um zu blocken. Ah, patzt aber. Somit ist erstmal die Hyäne ausgeschaltet und mit dem letzten Schlag auch diese Hyäne. So. Damit ist dieser Raum schon mal gesäubert. Conan könnte jetzt noch versuchen, diese Truhe zu öffnen, im Idealfall vernünftige Ausrüstung noch zu bekommen. Dann hätte er aber gar keine Würfel mehr, um auf potenzielle Angriffe der Piktenjäger zu reagieren. Also wird er in diesem Falle, wobei er hat seine Rüstung, die ist sowieso passiv, aber hier könnte er noch einen Würfel hinzubekommen. Nee, er wartet erstmal und guckt nach, was vielleicht Hadratus schafft. Dieser hat eine Bewegung von 2. Das heißt, er bewegt sich erst, also er geht auch auf den aktiven. Oh,
sehe gerade, ich habe für beide, hätte ich noch die Energieregeneration machen müssen. Und Shivatas geht auch in aktiv und bekommt somit auch zwei Würfel. Somit hat Conan noch vier. Das ändert das natürlich ein bisschen. Aber erst ist Hadratus dran. Dieser entscheidet sich, sich zu bewegen, also verliert er seinen Schutzzauber, bewegt sich 1, 2 und nutzt dann seinen Teleportationszauberspruch und teleportiert sich in diese Hütte und nutzt danach 3 Energie, um seinen Lightning Storm zu aktivieren. Das heißt, 2 rote Würfel gegen diese Pikten. So, das sind 3 Schaden. Attack an area in your line of sight. Roll 2 rote Würfel. If the attack power is greater than the defense power of the defender, suffers damage equal to the difference. So, da wir hier 3 Schaden machen und Pikten eine Rüstung von 1 haben, ist es natürlich jetzt schwer zu blocken. Er müsste schon 2 würfeln. In dem Falle entscheidet er sich. Da aber natürlich jetzt nicht für jeden Pikten seinen Energieschild nutzen möchte, lässt das passieren und alle 3 Pikten sind ausgeschaltet. Da der Schaden einer Flächenattacke jedem einzelnen Modell in diesem Raum zugefügt wird. So, dadurch ist diese Hütte auch schon gesäubert. Conan versucht jetzt mit 2 Energie eine Manipulation dieser Kiste und braucht 2 Erfolge, um diese zu öffnen. 2 Erfolge hat er. Die Truhe wird geöffnet, die erste Karte wird gezogen und er kriegt einen bosonischen Bogen, der 2 wiegt. Dadurch hat er jetzt ein Gewicht von 5, hat er 9 und kann ab jetzt, na doch, immer noch Gebäude einrammen, aber er verliert einen seiner gratis Bewegungspunkte von seinem Profil. So, Hadratus bleibt so, wie er dort ist. Shivatas ist natürlich jetzt hier hinten ein bisschen allein auf großem Flur und entscheidet sich daran, etwas zu ändern. Er bewegt sich erstmal, also er hat eine Grundbewegung von 3. 1, 2, 3. Er versucht ein bisschen zu den beiden rüberzukommen. Das Problem ist jetzt natürlich auch noch eine gigantische Schlange im Bewegungsfeld. Aber die würde aktuell den Overlord 6 Energiepunkte kosten, um aktiviert zu werden. Somit nicht so interessant, aber immer noch eine potenzielle Gefahr. Und da die Schlange auch durch Wände kommen kann, ist das eher ungünstig. Also, Shivatas nutzt seine 3 Gratis-Bewegungspunkte. 1, 2, 3. Und attackiert hier diesen Pikten mit seinem Chris-Dolch. Er setzt 2 Würfel ein. Da der Piktenkrieger eine Rüstung von 2 hat. Und er bekommt plus einen gelben Würfel von seinem Dolch. So, damit haben wir 2. Er setzt einen Würfel ein, um einen Reroll zu bekommen. Oh, einen weiteren. Da, ah, das ist natürlich doof. Oh. Er braucht auch noch Energie, um dort wegzukommen. Er setzt einen weiteren Energiewürfel ein. Ach Gottchen. Macht somit nur 2 Schaden. Das prallt an der Rüstung des Pikten ab. Da Shivatas aber seine Sonderfertigkeit hat, dass er nicht von gegnerischen Einheiten festgehalten werden kann,
setzt dann noch zwei Energiewürfel ein, um zu seinen Gefährten zu kommen. So, somit ist der Zug beendet. Die Helden behalten die Aktionswürfe, die sie jetzt noch haben. Und dann kommen wir auch schon zum Zug des Overlord. Dieser hat natürlich hier seine blauen Pikten schon ordentlich dezimiert bekommen. Somit ist es nicht gerade interessant, diese aktiviert zu bekommen. Zogarzak ist auch, ach, wenn ich ihn jetzt alleine nach vorne bewege, wird er recht schnell von Conan ausgeschaltet. Er hat eine Bewegung von 3. Es wäre 1, 2, 3. Der kommt nicht mal sehr weit. Aber da fehlt mir die Schlange weiter nach vorne. Also setzt er erstmal... Achso, da kriegt er erstmal neue Energie. 5 Würfel. Und wir sind ab jetzt in Runde 1. So. Er setzt erstmal eine Energie ein, um die Piktenjäger im Blau nach hinten zu bekommen. Und bewegt seine Pikte hier aus dem Zelt hinaus. So, mit seiner zweiten Aktivierung aktiviert er Zogarzak. Und bewegt diesen 3 Felder weit. In dem Fall 1, 2, 3. Da ich jetzt nicht weiß, wo sich die Prinzessin befindet. Könnte theoretisch auch hier da sein. Gucken wir mal. So, das waren die 2 Aktivierungen. Und damit wäre sein Zug auch schon wieder durch. Und die Helden sind wieder am Zug. So, diese müssen sich jetzt erst entscheiden, wie möchten sie diese Runde verbringen. Da Chevatas in der letzten Runde sich ziemlich ausgepowert hat und aktuell gar keine Würfel mehr in seiner Reserve hat, wählt er für diese Runde eine eher zurückhaltende Strategie und regeneriert dadurch 5 Energiewürfel. Dann ist Conan am Zug. Was macht er? Er hat auch nur noch 2 Würfel übrig. Natürlich verlieren wir dadurch einen Zug. Aber er würde auch nur 2 Würfel regenerieren, dann hätte er 4. Das bringt uns nicht weiter. Er wählt auch eine passive Runde. Und Hadratus, dieser hat auch noch 3 Würfel übrig, nutzt aber die aktive Runde. Da Conan und Chevatas dementsprechend passiv sind, ist diese Runde für diese beiden sehr schnell erklärt. Somit bleiben die beiden hier stehen. Hadratus bewegt sich mit seiner Gratisbewegung nach dort und setzt 2 Energiewürfel ein, um die Kiste zu durchsuchen. Vier Erfolge, somit ist die Kiste auch geöffnet und eine neue Equipmentkarte. Ein Buckler, ein Schild. So, dieser gibt plus einen gelben Würfel bei der Verteidigung. So, dadurch ist er auch fertig. Die Würfel kommen in die Erschöpfzone und der nächste Zug des Overlords beginnt. So, die Pikten können sich nur aus dem Zelt bewegen, da diese 2 Bewegungspunkte benötigt. Aber in den Häusern bringen die ihm auch nichts. Das heißt, das erste, was er aktiviert, sind die Piktenkrieger für 1. Ja, macht 1, hatte noch einen Bewegungspunkt übrig mit diesem, setzt einen Energiewürfel für die Bewegung ein, dadurch hat er 2 und dieser kann nun hier rein. Die übrigen Piktenkrieger bewegen sich hier zusammen in einen Raum, wobei 1, 2, dadurch werden die Helden geblockt, wenn die hier raus möchten. So, bleiben wir mal da. Und dieser Piktenkrieger greift den Hadratus an. Dieser hat einen roten Würfel, den er auch neu würfeln kann. 3 Schaden.
Das wäre nicht gut, wenn das durchkommt. Das heißt, er aktiviert für mit 3 Energie seinen Mithras Energieschild. Da er diesen in jeder Runde nutzen kann, hat jetzt 2 Rüstungspunkte. Da haben wir immer noch eine Differenz von 1. Also bekommt Hydratus seinen ersten Schadenspunkt. So, das war die erste Karte, die aktiviert wurde. Dann aktivieren wir als nächstes wenn wir die Schlange früh aktivieren, können wir die auch schnell wieder neu nutzen. Und die Yellow Reinforcement, also der Nachschub wird auch schneller günstig. Aktiviert für 1 die Hyänen. Die haben eine Bewegung von 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dadurch blockieren die hier ein bisschen den Weg und verlangsamen die Helden, wenn diese erschlagen möchten. So. Wir können natürlich auch 2 Energie ausgeben und dadurch die Hyänen hier rein bewegen. Und dadurch hätten die auch noch einen Angriff. Das macht meiner Meinung nach mehr Sinn. Und beide Hyänen können jetzt dementsprechend angreifen. Und sie wählen Conan als Ziel. Hyäne Nummer 1 hat 2 Erfolge. Conan hat nun einen Würfel durch seine Rüstung, die er nutzen kann. Was er auch in diesem Falle tut. Nutzt eine Energie als Reroll. Ja, nee. Ah, nee. Eine weitere. Dann lässt das passieren und bekommt 2 Schadenspunkte. Die zweite Hyäne hat einen Schaden. Conan verteidigt und blockt erfolgreich. So. Dann ist der Overlord fertig und die Helden würden ihren nächsten Zug beginnen. Da man jetzt, denke ich mal, schon einen ganz guten Eindruck vom Spielablauf erhalten konnte, werde ich nun hier einen Cut machen und hiermit sind dann auch die Regeln erläutert. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, könnt ihr am Ende des Videos dem Link folgen. So, in der letzten Runde hatte ich in meiner geistigen Umnachtung dummerweise mich für Rerolls entschieden, anstatt auf Verteidigungswürfel zu gehen. Ich hoffe mal, den Fehler werde ich nicht weiter wiederholen. Das hat mir diesmal 2 Würfel bei Conan gekostet. So, die Heldenphase beginnt und die Helden können sich jetzt nun entscheiden, wie aktiv sie in dieser Runde sind. In dem Falle Conan wählt die aktive Stellung. Shivatas tut ihm gleich, bekommt 2 Würfel hinzu und Hydratus hat hier einen fiesen Pikten bei sich und hat keine Energie mehr. Also entscheidet sich Hydratus, eher einen passiven Part in dieser Runde zu übernehmen und bekommt 5 Energiewürfel hinzu. Dadurch behält er aber weiterhin seinen Energieschild. So, dann schauen wir doch mal. Hier haben wir die 2 Hyänen, die jetzt gerade schon ein bisschen Schaden bei Conan machen konnten. Und Shivatas. Und diese entscheiden sich nun. Ja, Conan setzt eine Energie ein, um einen Nahkampfangriff auszuführen, bekommt 2 rote Würfel, einen für die Aktion und einen für die Waffe. Und schlägt auf die Hyänen ein. Und macht genau einen Schaden, hat aber einen Reroll durch die Waffe. Oh, macht ganze 2 Schaden. Mein Gott. Würde ausreichen, um beide Hyänen auszuschalten. Aber der Overlord entscheidet sich, einen Rüstungswurf zu machen. Und blockt zumindest einen. Das heißt, nur eine Hyäne wird ausgeschaltet. So. Da
die Hyäne durch Shevatas geblockt wird, entscheidet sich Conan. Er hat natürlich jetzt seine Gratisbewegung verloren, was natürlich schade ist. Ah, er dachte, sich um den Piktenkrieger kümmern können, wäre vielleicht besser gewesen. Aber Shevatas nutzt auch einen Angriff mit Orange und Gelb gegen die Hyäne. Hat 2 Schaden. Der Overlord entscheidet sich, dieses Mal nicht dazwischen zu funken und verliert eine Hyäne. So. Der Piktenkrieger hat 2 Rüstungen, aber wird sobald nicht mehr aktiviert. Also entscheidet sich Conan. Ja, ist gewagt, aber er versucht's. Er setzt einen Energiepunkt ein für seine Bewegung, um aus der Hütte rauszugehen. Und danach 2 Energiepunkte für die Bewegung, um in diese Hütte zu gehen. Und nun setzt er weitere 2 Würfel ein, um mit der Axt zuzuschlagen. 3 rote Würfel, wovon er einen neu würfeln darf. Ja, da haben wir schon mal 4 Schaden. 5 Schaden. 5 Schaden. Jede Pikte hat einen Rüstungswert von 1, das heißt, er kann 2 Pikten ausschalten. Da setzt der Overlord nochmal einen Energiewürfel ein. Blockt aber recht erfolgreich. Da er nächste Runde ein bisschen Energie benötigt. Die Pikten kann aber auch gleich aktivieren, das heißt, er setzt einen weiteren ein. Blockt einen, ich hatte immer noch 4 Schaden, das heißt 2 Pikten sind ausgeschaltet. Gucken wir mal. Hier ist auch keine Prinzessin. Die Prinzessin ist in einem anderen Schloss. So. Conan hat noch eine Energie, ist somit fertig. Shevatas entscheidet sich, ein Feld zu bewegen und dann die Pikte anzugreifen. Mit 2 Energiewürfeln, das heißt 2 orangen und einen gelben Würfel. Ups, so. Fünf Schaden, ja, das lässt der Overlord mal passieren und die Pikte ist Geschichte. So, den Rest bewahrt Shevatas auf, um im Idealfall später wieder agieren zu können. So, die Helden sind fertig und nun ist der Overlord am Zug. Wir sind jetzt in Runde 3. Er regeneriert 5 Energie. Und aktiviert jetzt... für 2 Energiepunkte seine Schlange. Diese hat eine Grundbewegung von 3. Das heißt 1, 2. Setzt dann einen weiteren Energiewürfel ein, um der Schlange noch einen weiteren Bewegungspunkt zu geben. Und bricht hier durch die Wand, um Conan zu attackieren. So. Die Schlange hat 3 orangefarbene Würfel zum Angriff. Diese wird auch gerne noch genutzt. So, das sind 3 Treffer. Alle 3 Würfel können neu gewürfelt werden. Also jetzt nehmen wir hier den Blanko. Haben wir leider keinen Erfolg gehabt, aber 3 Schaden. Er setzt einen weiteren Kristall ein für einen Neuwurf. 5 Schaden gegen Conan. Conan entscheidet sich auf jeden Fall, seinen Energiewürfel zum Blocken zu benutzen.
und setzt diesen ein, bekommt einen orangefarbenen Würfel durch sein Ausweichen und einen gelben Würfel durch seine Lederrüstung. Hoi, perfekter Wurf. 3 Schaden abgewehrt, hält 2 Schaden. So, die Schlange ist damit auch bewegt. Und zu guter Letzt aktiviert er noch für zwei Energiepunkte die roten Pikten Jäger. Erstmal bewegt er den nach hier draußen. Und diese Pikte schlägt auf Conan mit 2 gelben Würfeln. Macht 1 Schaden. Conan kann keine Energie mehr in Verteidigung einsetzen. Und passt leider nicht, also bekommt er noch einen Schadenspunkt. Ah, ich glaube, das war keine gute Idee. Aber naja, er wird schon irgendwie überleben. So. Ja, okay. So, der Overlord hat seine 2 Aktivierungen durchgeführt und somit sind die Helden wieder am Zug. Diese entscheiden sich nun. Erstmal, was machen sie? Also, Hadratus übernimmt eine aktive Rolle dieser Runde, bekommt 2 Energie zurück, verliert aber seinen Schutzschild. Shevardas hat noch 3 Energie, bleibt diese Runde auch noch aktiv, bekommt 3 zurück. Und Conan muss aktiv bleiben, um im Idealfall flüchten zu können. Hat aber auch nur noch 6 Lebensenergie. Gut, dann beginnt Hadratus seinen Zug, bewegt sich 1-2 mit seiner Gratisbewegung aus dem Zelt und nutzt 2 Energiewürfel für einen Nahkampfangriff plus 1 von seinem Dolch gegen den Piktenkrieger. Damit haben wir 3 Schaden, das würde ausreichen. Aber er hat noch einen Reroll für seinen Dolch. Ja. 3 Schaden. Der Piktenkrieger hat eine Rüstung von 2. Entscheidet sich der Overlord. Diesen ersetzt einen Würfel ein, um einen Rüstungswurf zu machen. Blockt 2 und somit ist der Angriff fehlgeschlagen. Shevardas versucht es erneut. 2. Der Gelb wird neu gewürfelt. 4 Schaden. Diesmal lässt der Overlord es geschehen. Und dadurch ist dieser ausgeschaltet. So. Dann ist Conan am Zug. Dieser entscheidet sich jetzt, die Flucht anzutreten. Die Schlange hat Blocker. Enemy character who is out of the way cannot move out of this character's area. Das heißt, man kann das Feld von dieser Schlange nicht verlassen. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur Angriff. Heißt 2 Würfel auf Angriff. 3 rote Würfel. Das sind 4, das sind 7 Schaden. Bei einer Rüstung von 3 wären das immer noch 4. Er entscheidet sich auf jeden Fall, einen Rüstungswurf durchzuführen. Damit sind es noch 4. Das heißt, Rüstung 3 plus 1 heißt 4 restlichen Schaden. Dadurch hat die Schlange noch 4 übrig. Und dann, was machen wir dann? Hadratus könnte da vielleicht helfen. Dieser ist dummerweise im Nahkampf eher einfach gestrickt.
Shivatas hat keine Energie, um Conan zu Hilfe zu eilen. Die Schlange hat noch 4 Lebenspunkte. Um die Schlange zu aktivieren, musst du gleich seine komplette Aktivierung benutzen. Also. Hadratus hat eine Gratisbewegung von 2. Es wäre 1, 2. Ja, probieren wir es einfach. Er hat aber nur gelb. 1, 1, 2. Da muss er schon richtig ordentlich gut werfen, um damit Schaden zu machen. Könnte aber auch Flächenschaden machen, hätte aber dann die Gefahr, dass er auch Conan verletzt. Könnte hier hingehen und auf diesen Herrn hier zaubern, da dieser auch wieder günstig wird. Also 1, 2. 3. Habitnahme eine Bewegung von 2, das ist nicht gut. 1, 2 könnte ich machen. Habe hier aber keine Sichtlinie auf dieses Feld. Aber wenn ich hier rüber gehe, hätte ich eine Sichtlinie. Oder 1, ich teleporte mich hier rein und greife die Schlange an. Mit 5 gelben Würfeln. Sehr unwahrscheinlich, dass ich da ordentlich werfe. Anders kriege ich den Conan aber auch nicht entlastet. Aber Conan wird das schon machen. 1, 2. Eine Energie, um sich noch weiter zu bewegen, nach hier. Dann setzt er 3 ein, um einen Gewittersturm auf dieses Feld zu zaubern. Bekommt 2 rote Würfel. Das sind 4 Schaden. Da, wenn er die Schlange gleich aktiviert, ist er auf jeden Fall hinüber. Also nimmt er den Schaden auf sich. Zarkzog bekommt 1 Schadenspunkt und der Krieger ist ausgeschaltet. So, er hat noch genug, um sein Schild zu aktivieren. Also ist eigentlich aktuell noch alles im grünen Bereich, aber. Gucken wir mal. So, die Helden sind auch fertig. Alle Würfel kommen in die Erschöpfzone. Und der Overlord ist am Zug. Zug Nummer 4. Erstmal regeneriert er 5 Energie. Hätte jetzt genug, um seine Schlange erneut zu aktivieren, um im Idealfall Conan auszuschalten. Gleichzeitig könnte es aber auch sein, dass Shivatas da vielleicht die Prinzessin findet, oder auch hier. Er könnte für 2 Verstärkungen rufen. So ein Rudel Hyänen wäre natürlich nicht schlecht, da diese auch aktuell ausgeschaltet sind, muss ich gerade sehen. Und die sind auch weg. Grün wäre auch recht günstig zu aktivieren, aber die kommen maximal nur hier raus. Somit setzt er 7 Energie ein, um seine Schlange erneut zu aktivieren und greift damit Conan an. 4 Schaden. Möchte er mehr?
Er würfelt einen neu durch den... Na, ja, okay, das war natürlich jetzt Murks. Ach, er bleibt bei den drei. Macht drei Schaden bei Conan, wobei dieser noch seine Rüstung nutzen kann. Was er verpatzt, also bekommt drei Schaden. Heieiei. So, der Overlord kann keinen weiteren Zug ausführen und somit sind die Helden wieder am Zug. Conan, was macht Conan? Es macht keinen großen Unterschied, ob er auf 5 oder auf 2 geht, somit regeneriert er wieder 2 Stück als aktive Partei in diesem Kampf. Shevatas. 1, 2, ja. Shevatas versucht Conan zu unterstützen, indem er 2 Energie generiert. Und Hadratos regeneriert. So. Dann Conan versucht es mit der Flucht nach vorne. Angriff auf die Schlange mit 3 Würfeln. Eine 3, eine 1. Einen wiederholen. Ja, das war ungünstig. 4 Schaden, das heißt ein Schaden bei der Schlange, die nimmt der Overlord hin, weil er auch keine Energie hat, deswegen kann er nichts dagegen tun. Und das war's auch schon von Conan. Dann ist Shevatas dran, also Shevatas will als nächstes 1, 2. Und er greift auch die Schlange an. Und zwar mit... Er hat keine Möglichkeit, die Schlange noch zu verteidigen. Angriff. 3 orangene und einen gelben Würfel. Ui, das ist schlecht. Einen gelben. Ah, prallt an der Rüstung der Schlange ab. Und kann somit nichts tun. Das war nicht gut. Hadratos hatte sich entschieden, nichts zu tun. Somit ist die Runde auch schon wieder vorbei. Der Overlord ist dran. Wir haben noch 4 Züge, um die Mission zu schaffen. Okay, der Overlord bekommt 5 Energie. Kann jetzt aber seine Schlange auf jeden Fall nicht aktivieren und seine roten Pikten sind auch außer Reichweite. Die grünen Pikten kann er aktivieren. Oder er kann Leute respawnen. Oder Zagor Zog. Also für 2 aktiviert er das Event. Und kann dadurch jetzt Einheiten im Wert von 4 reanimieren. Und da setzt er jetzt hier einfach mal auf 4 Hyänen, die er gleich auf Hadratos hetzen möchte. Jetzt hat er noch 3 übrig. Zagor Zog könnte jetzt entscheidend hier reingehen und gucken, dass er Conan ausschaltet, da er so gut wie tot ist. Für 3 Energie. 2 orangene Würfel, die er neu würfeln kann. Eine Bewegung von 3. Er versucht es. Ein Held weniger, macht schon viel aus. 1, 2. 2 orangefarbene Würfel. 3 Schaden, den lässt er auch so. Conan muss jetzt blocken, ansonsten ist seine Sage schon erzählt. 2 abgewehrt, das heißt, er verliert einen Energiepunkt ans Nirvana. Und jetzt hat er dadurch natürlich Glück gehabt, da dadurch jetzt auch der Overlord schon fertig ist und die nächste Runde beginnt. So. Conan bekommt 2 Energie hinzu. Shevatas. Eieiei. Das Problem, wenn er nicht mitkämpft,
könnte es auch schnell vorbei sein. Wir haben auch noch die kleine Pik dazwischen, die auch noch gleich Probleme machen könnte. Aber gut, die Giant Snake und Zagorzok kann dann nächste Runde gar nicht aktivieren, da die 6 und 8 kosten. Somit können wir die erstmal ignorieren. Aber die Hyänen werden gleich aktiv werden. Die könnten nochmal ein Problem mit sich bringen. Wobei, das habe ich nicht bedacht, er hat ja noch seinen Lightning Storm, somit kann er sich gleich um die Hyänen schon kümmern. Also, Shevardas entscheidet sich, sich zu regenerieren und geht in den passiven Modus. Und Hadratus geht in den aktiven Modus. So, Conan versucht als erstes wieder seine Haut-auf-Strategie, um die Schlange zu enthaupten. 4 haben wir 5. Die Schlange hat 3 Schaden noch übrig. Er würfelt die 1 neu. Sechs Schaden, hat 3 Rüstung abgewehrt, 3 Schaden Differenz, das heißt, die Schlange ist auf 0 und somit ausgeschaltet. So, ab jetzt können sich die Helden auch wieder aus dieser Zone rausbewegen, da die Schlange, die die Blockfähigkeit hatte, ausgeschaltet ist. So. Dann, Shevardas kann nichts machen, weil er im passiven Bonus ist. Dann haben wir Hadratus. Zagorzok kann sich nicht aktivieren diese Runde. Das bedeutet, wir können eine Sichtlinie hier herbinden. Also macht er Bewegung 1, 2, das ist eine Gratisbewegung. Dann zaubert er einen Gewittersturm auf dieses Feld. Zwei rote Würfel. Einen Schaden. Das reicht aus, weil die keine Rüstung haben. Also sind die alle tot. Die hätte er vielleicht woanders spielen müssen. Aber habe ich auch in dem Moment nicht dran gedacht. So, das war seine erste Aktion. Dann teleportiert er sich für eine Energie in diesen Raum hinein und attackiert mit 2 Energiewürfeln und dem Dolch, 3 gelben Würfeln, die Pikte. Verpatzt es, hat aber keinen Neuwurf. Bräuchte noch einen Schadenspunkt mehr. Also ein Energiewürfel auf den Neuwurf. 3 Schaden. Pickte Geschichte. So. Dann beendet er seinen Zug. Shevardas ist auch fertig. Conan ist auch fertig. Also endet der Zug der Spieler. Haben wir Runde 6. Der Overlord ist am Zug. So, die Grünen sind hier oben und verteidigen hier möglicherweise die Prinzessin. Wir können bald wieder respawnen. Also wäre es vielleicht zu überlegen, dass wir hier das absichern. Aktiviert erstmal für Sechnoks. Die meisten seiner Einheiten sind ausgeschaltet und Zagorzok kann er aktuell noch nicht einsetzen. Also, er kann jetzt hier gleich einen rein und da reinspringen, deswegen bleiben die Pikten in dem Häuschen. Aktiviert erstmal für 2 Energie die blauen, bewegt diesen 1, 2. Um einfach hier nochmal ein Hindernis aufzubringen. Und danach muss er passen. Die jetzt herauszubewegen, wäre, denke ich mal, nicht so schlau.
Aber vielleicht ist auch die Prinzessin dort. Gucken wir mal. So, die Helden sind am Zug. Kornun geht aktiv an der Sache heran. Stilbartos diese Runde auch wieder. Und Hadratos, ja, macht's auch aktiv. So, dann gehen wir als erstes nämlich mit... Ah nee, hier ist ja noch der Sorge Hock, den müssen wir auch noch enthaupten. Aber er hat auch noch 4 Lebenspunkte, hat aber wieder Energie, um sich zu verteidigen. Aber Conan versucht sein Glück, auch direkt diesen Herrn auszuschalten. 4, 5, 6, 7. Und setzt erstmal 2 Energie ein für die Verteidigung. Damit sind es noch 5. Minus 3 sind noch 2, dann hat er immer noch 2 Lebenspunkte. Nee. Die 2 blocken das, die 3 gehen in seine Rüstung, 2 Schaden, die nimmt er hin. So. Tagorzok könnte nächste Runde wieder aktiv sein. Also entscheidet sich Shivatas, sich auch gegen ihn aufzulehnen. Mit 3 orangefarbenen und einem gelben. Gelben könnte er neu würfeln, macht er aber nicht. Hat jetzt hier 4 Schaden. Das wäre dann genau 1 Schaden, also ein Reroll. Ups, dahin. Haben wir 5 Schaden, minus 3 macht 2, würde ausreichen. Er setzt seine Verteidigung zuletzt ein und schafft es. So. Shivatas setzt einen Würfel ein, um hier diese Truhe zu öffnen. Und er hat die passive Fertigkeit, dass er Lockpicking besitzt. Das heißt, er würfelt einen weiteren roten Würfel, um Truhen zu knacken. 2 Erfolge hat er geschafft. Und jetzt hat er eine Kettenrüstung. Aha, eine Kettenrüstung. Zu guter Letzt versucht er noch mit einer Wurfattacke Zartok auszuschalten, indem er 2 orangene würfelt und einen gelben. Und er braucht, um ihn auszuschalten, eine 5 Schaden. Damit haben wir 3, 4 Schaden. Er hat aber keinen Reroll. Also verliert er noch 1 Lebenspunkt. Will Hadratos sich als Held des Tages beweisen und Zartok ausschalten? Er braucht das und wir haben noch 2 Runden, die Prinzessin zu finden und aus dem Piktendorf zu flüchten. Das wird knapp. Teleportation wären 2 Stück. Er hätte noch 2 Würfel übrig. 2 Würfel, das wären 3 gelbe. Das heißt ein Maximum von 6, aber ich brauche 4. Okay. Er versucht's. 2 Würfel auf dem Bereich, wobei ich gucke gerade.
Nee, bevor er etwas macht, bewegt er sich. Na nee, dein Fernkampf würde wiederum das beeinflussen. Und das ist eine Nahkampfattacke. Hm, bringt uns nicht weiter. Ach, er versucht sein Glück. Zwei Energiewürfel auf Nahkampf. Wir brauchen eine 4. Oh, das ist doch mal klar. Molös, eine 1. Bringt nichts. Also, zwei Energie auf Teleportation. Und er hat die Prinzessin gefunden. So, nun gilt es, den Herrn hier enthaupten und diese Dame in Sicherheit zu bringen. So, der Overlord ist am Zug. Der Overlord ist am Zug. Ah, er bekommt erstmal 5 Energie zurück. Er könnte Zagorzak aktivieren. Aber dann ist dieser Herr weg. Darum wird er jetzt für 4 die Piktenjäger oder das Event aktivieren und Einheiten im Wert von 4 wieder beschwören. Dann nimmt er einmal hier diesen Herrn und einmal diesen Herrn. So, und dadurch hat er nämlich diese beiden Fluchtwege versperrt, da diese auch die Fähigkeit haben des Blockens. So. Die Piktenkrieger bringen ihm nicht wirklich noch irgendwas. Aber dann kriegt er gleich die anderen Einheiten günstiger. Also setzt er... Nee, er behält das, sonst kann er ihn gar nicht verteidigen. Somit ist der Overlord auch fertig. Wir sind in Runde 7. So, die Helden sind dran. Ja, Konun geht auf jeden Fall wieder auf Aggressionskurs. Im Idealfall diesen werten Herrn dort zu enthaupten. Ja, er geht auch auf Aktivität. Und Shevatas auch. Puh. Die Prinzessin gilt als ein Stufe 6 Gewicht. Das heißt, er hätte dadurch jetzt ein Gewicht von 3 bei sich. Plus, da sind wir bei 9. Könnte er gar nicht tragen. Also legt er zu Beginn erstmal den Schild ab. Und hätte jetzt noch 7. Dadurch kriegt er schon einen Malus von minus 2. Das ist nicht die erste Wahl, um eine Prinzessin zu tragen. Er könnte sich 2 Felder bewegen, dann wäre er hier. Könnte er nächste Runde es bis dort schaffen. Wenn er seinen Dolch ablegt, hat er eine Gratisbewegung, weil... Ah ne, er braucht... Ach, bei bis 5. Die Prinzessin ist einfach zu dick. Gucken wir erstmal nach, was die beiden Herren hier mit dem Piktenkönig hier verabscheuen. So, Konun hat keine Lust mehr auf den Herrn. Macht 3 Schaden, hat einen Reroll, hat 5 Schaden. Pikte entscheidet sich, einen Rüstungswurf zu machen. Wehrt aber nur einen ab, bekommt einen Schaden und ist somit ausgeschaltet. So. Der Kopf liegt nun mal hier rum, der muss noch aufgehoben werden. 1, 2, 3, um hier rauszukommen. Das heißt, Shevatas nutzt...
Shivatas hat ja die Möglichkeit, an gegnerischen Einheiten vorbeizulaufen. Diese Aktion setzt er auch jetzt ein. 1, 2, 3. Und nutzt dann 2 Energie für einen Wurfangriff. Jetzt muss ich gerade eben schauen, ob er das nutzen könnte. 1, 3 bis 6 hat er keinen Malus. Alles gut. So, 2 orangefarbene. Und einen gelben Würfel für den Dolch. Und er wirft hier auf diesen Wächter. Zwei Schaden, den gelben darf er nicht neu würfeln. Und dadurch hat er es verpatzt. Da dieser eine Rüstung von 2 hat. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich gerastet hätte. Aber wir hoffen einfach mal, dass es nächste Runde gut geht. So. Adratos bewegt sich mit seinen 2 Energiewürfeln nach hier. Conan hat den werten Herrn enthauptet. Jetzt muss ich gerade eben nachschauen, ob er auch mit dem Kopf entkommen muss. Ich denke aber ja. Ja, wir brauchen den Kopf und die Prinzessin. Und somit geht es wahrscheinlich jetzt schlecht aus für uns. Aber okay. Der Overlord ist dran. Wir sind in Runde 8. Das heißt, die Helden bekommen jetzt gleich noch eine finale Runde. Der Overlord bekommt 5 Energie. Lässt seine Piktenkrieger hier auf jeden Fall stehen. Das als Aktion gilt, sonst habe ich ein Problem. Mal gucken. Ah, ist ein Objekt mit einem Gewicht von 2. War ein kleiner Dickkopf, der Herr. Aktiviert als erstes für 3 die roten Pikten. Bewegt diesen hier einfach in den Weg. So. Damit ist der Overlord durch und die Helden haben jetzt eine letzte Runde, um aus dem Dorf zu entkommen. Aber da sehe ich leider schwarz. Beide Blocker. Shivatas hat eine Bewegung von 3 und kann sich an Charakteren vorbei bewegen. So, Entschuldigung, die Speicherkarte war voll. Somit sind leider, ich glaube, die letzten 1 bis 2 Minuten nicht drauf. Da war aber viel Hin und Her Grübelei. Ich habe es zwar jetzt geschafft, dadurch, dass Shivatas zusammen mit Hedratus auf einem Feld war, hat dieser seine Rüstung abgelegt, hat dadurch dann die Möglichkeit, die Prinzessin aufzuheben, hatte dann seinen Energiepunkt dafür verwendet, konnte dann mit seiner Gratisbewegung und einem weiteren Energiepunkt die Prinzessin vom Spielfeld bringen, da Shivatas durch gegnerische Einheiten nicht geblockt wird. Dann scheiterte es aber leider daran, dass Conan sich hier in diesem Zelt zusammen mit dem Kopf des Häuptlings befand. Er musste eine Energie nutzen, um diesen Kopf aufzuheben und hatte dadurch auch nur noch einen einzigen Bewegungspunkt und konnte jetzt einfach, selbst wenn er noch seine Gratisbewegung gehabt hätte,
nur vor die Hütte treten und konnte somit leider nicht mehr rechtzeitig aus dem Piktendorf entfliehen. Somit ging diese Partie an den Overlord, wenn auch nur sehr knapp. So, das war dann auch schon eine vollständige Partie, Conan. Leider für die Helden ging diese Runde an den Overlord, auch wenn nur sehr knapp. Eine Runde mehr oder einfach einen Würfel besser und die Helden hätten gewonnen. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Solltet ihr nun Fragen, Anregungen oder ähnliches haben, einfach in die Kommentare oder direkt per Nachricht an mich. Ich wünsche euch schon jetzt viel Spaß mit Conan und sag bis zum nächsten Mal. Ciao!